Einen wunderschönen guten Tag, ihr Couchos, zu, ja, ich will es gar nicht Fußballfreitag nennen, aber ich werde es so ein bisschen titulieren. Ich wollte einfach nur mal, da ich ja jetzt hier immer den Fußballfreitag gemacht hatte, wir hatten vorgestern die Folge zum DFB-Pokal und ja, gestern war der DFB-Pokal. Ist tatsächlich auch aus meiner Sicht jetzt schon gestern. Wir haben jetzt 20 nach 1. Ich habe mich mittlerweile ein wenig beruhigt. Wir haben eben auch noch ein bisschen was aufgenommen. Das hat auch so ein bisschen geholfen. Aber ich habe das ganze Spiel über gezittert. Es war einfach wirklich so. Es war dieses Mal tatsächlich sogar schlimmer als gegen Dortmund. Es war einfach so. Ich hatte, warum auch immer, auch obwohl es gegen die Bayern ging, hatte ich von Anfang an irgendwie so ein bisschen das Gefühl, da könnte was gehen. Dann fällt dieses 1-0, was sie ja auch relativ lange gehalten haben. Und da war dann natürlich immer so, oh, wenn das bleibt, aber die Bayern sind immer für ein Tor gut. Wer weiß, das könnte noch eng werden, das könnte knapp werden. Boah, ich muss hier mal ganz kurz was machen. Und die ganze Zeit war aber so der Gedanke, was passiert, wenn sie kein Tor mehr machen? Dann schießen sie dieses Tor und ich denke mir so, ja, das wird vermutlich jetzt so ein typisches Spiel, wie es halt häufig gegen die Bayern ist. Ja, du machst ein gutes Spiel am Anfang, schießt auch dein Tor, dann kassierst du das Gegentor und ab dann ist es halt vorbei. Ich habe hier oben dieses blöde Löschending noch drin. Aber, nee, dann ist nicht das nächste Gegentor gefallen, sondern dann ist einfach mal das nächste Tor für Frankfurt gefallen, wieder durch Rebic, der auch, ja, verdient, ja, Spieler des Spiels geworden ist. Dann war aber natürlich, ich bin weiterhin für den Videobeweis und ich hatte jetzt auch kein Problem damit, dass es gedauert hat. Trotzdem ist dann natürlich so dieses bange Warten so. Nein, der Videoschiedsrichter guckt sich das nochmal an. Dann wird die Szene nochmal gezeigt. So, ja, Boateng bekommt den Ball an die Hand, aber so, ich meine, klar, Fanbrille vielleicht, aber für mich war so, das war ja kein absichtliches Handspiel. Er geht ja nicht mit der Hand zum Ball, führt ihn, sondern er kommt ja aus kurzer Distanz. Das kann er jetzt nicht entscheiden, das geht nicht, das funktioniert nicht, den muss er geben. Und dann hat er den Treffer gegeben und das war natürlich dann erstmal wieder so. Mein erster Gedanke war da erstmal so, okay, damit sollten wir zumindest mindestens mal in die Verlängerung kommen, wenn es nicht sogar den Titel gibt. Ja, dann kommt die Elfmeterszene für Bayern und wäre es aus dem Spiel raus direkt gepfiffen worden, hätte ich nie, also wäre es auf jeden Fall richtig gewesen. Und durch einen Videoschiedsrichter, ich habe es jetzt häufig, ich habe es jetzt ein paar Mal geschrieben, also jetzt nicht irgendwie auf Twitter, aber bei uns halt intern, habe ich geschrieben, so für einen Videoschiedsrichter haben mir da auch ein paar Prozente gefehlt. Martinez hatte den Ball halt noch nicht direkt am Fuß, hatte, ja, er hat ihn danach noch an Fuß bekommen, aber quasi auch nur durch die Bewegung, die der Fuß gemacht hat, durch den Tritt, ist der Ball quasi direkt an den Fuß und ja, natürlich, es war ein Tritt, aber da denke ich jetzt auch so ein bisschen ähnlich wie beim Champions League-Spiel, wo ich mir so denke, du willst dieses Spiel nicht, auch wenn es in dem Sinne nicht entschieden wäre durch das 2-2, als Schiedsrichter auch nicht unbedingt mit einem Elfmeterpfiff in dieser Zeit, also quasi wirklich in der letzten Minute, willst du als Schiedsrichter nicht unbedingt das Spiel entscheiden. Und ja, als dann die Ecke ausgeführt worden ist, die dann Gacinovic zum Konter geführt hatte, ja, war halt quasi alles vorbei. Ich meine, das ganze Stadion, alle Spieler sind, also nicht das ganze Stadion, aber ich meine, die ersten Fans sind schon in den Innenraum gelaufen. Die ganze Trainerbank ist dazugekommen. Alle Spieler, also alle Feldspieler, die momentan. Und auch der Torwart, die zu dem Zeitpunkt auf dem Feld standen, alle mit in die Kurve. Und da war ja klar, dass es, selbst wenn es noch angepfiffen worden wäre, wäre da ja schon nichts mehr passiert. Aber es war dann ja einfach, da in dem Moment hat er dann ja schon quasi abgepfiffen. Und ja, ich habe es auf Twitter geschrieben. Ich bin dieses Jahr 30 Jahre alt geworden. Ich habe es im letzten Fußballfreitag gesagt gehabt, einen Tag, bevor ich 2 Monate alt wurde. Hat Frankfurt den letzten richtigen Titel gewonnen. Die haben irgendwie, ich glaube, es gab irgend so einen komischen Cup, den sie mal, aber nichts vom DFB wurde gewonnen. Und ich gehe, seit ich
also schon vor meinem 10. Lebensjahr war ich zum ersten Mal im Stadion mit meinem Opa und meinem Vater zusammen im Familienblock. Ich bin in Eintracht-Bettwäsche aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie viele Eintracht-Shirts, dass mich meine Eltern regelmäßig fragen, so, ja, reicht's nicht so langsam? Weil besorgen die dann meistens im Fanshop, weil ich ja nicht in der Nähe von Frankfurt wohne. Das heißt so, ja, aber so langsam reicht's, oder wenn ich mir zu Weihnachten was wünsche, ja, aber so langsam reicht's doch mal mit Eintracht-Shirts oder nicht. Ich bin auf Arbeit im Trikot unterwegs, wo dann der ein oder andere Kollege schon mal so fragt, du kommst jetzt nicht wirklich im Trikot zur Arbeit, oder? Also wir tragen sowieso relativ lockere Kleidung auf der Arbeit, aber Trikot ist halt, ja, trägt halt auch nicht unbedingt jeder. Und ich lebe Eintracht, will ich jetzt nicht sagen, weil ich meine, da sind Ultras, da sind die Leute, die die ganzen Choreografien vorbereiten, die wirklich jedes Spiel im Stadion erleben. Das ist alleine dadurch, dass ich eben nicht in Frankfurt wohne, für mich nicht machbar. Aber ich bin auch, als ich noch in Frankfurt gewohnt habe, schon zu Auswärtsspielen gegangen. Dann in Bremen hatte ich hauptsächlich mein Bremen-Spiel, zu dem ich gegangen bin, oder nach Hannover bin ich gefahren. Auf jeden Fall ist Eintracht Frankfurt einfach ein großer Teil meines Lebens bis jetzt gewesen. Und da gab es halt relativ viele emotionale Momente durchaus. Ich meine, ich hatte es ja schon mal erzählt, ich war bei dem 5-1 damals gegen Kaiserslautern im Stadion. Ich war auch bei dem 2-1, als Fjørtoft den. Nee, doch als Fjørtoft. Nee, Fjørtoft war das 5-1. Als Preuß das 2-1 gemacht hatte, war ich, glaube ich, im Stadion. Doch, ich meine, da war ich im Stadion. Bei den Aufstiegen war ich tatsächlich nicht im Stadion. Zum Beispiel beim 6-3 gegen Reutlingen, da haben wir damals Handball gespielt und waren total, oder ich war total deprimiert, damals dann aufs Feld zu gehen, weil eigentlich quasi klar war, wir steigen nicht auf, und dann kommt man vom Feld und alles unglaublich emotionale Momente. Aber sowas, also einen Titel, habe ich halt einfach quasi noch nie wirklich miterlebt. Wie gesagt, diese 2 Monate. Ich glaube, das kann jeder, weiß jeder, dass man sich da dann noch nicht erinnert, was da passiert ist. Dementsprechend war es halt der erste Titel, den ich jetzt miterleben durfte. Und ich hatte meine Schwierigkeiten, den Tweet, den ich geschrieben hatte, tatsächlich zu schreiben, weil ich da so richtig, richtig fertig war. Ich glaube, ich habe vor Freude geheult, als ich meinen Uni-Abschluss hatte. Beziehungsweise da glaube ich nicht mal, als ich meinen ersten Job hatte, also als ich da so gesehen meine Zusage bekommen hatte. Ich weiß nicht, wann ich es sonst noch hatte, aber gestern Abend brachen da halt tatsächlich alle Dämme. Der ein oder andere wird sich halt fragen, wobei hauptsächlich gucken das hier Fußballfans, die können sich das vielleicht vorstellen. Jeder, der nicht unbedingt so fanatisch klingt immer so blöd, aber nicht so extrem Fan ist, wird sich im Zweifelsfall denken, ja, wieso? Aber man muss sich einfach nur vorstellen, es gibt 34 Spieltage, davon gucke ich quasi jedes einzelne Spiel. Es gibt die Vorbereitung, wo ich quasi jeden Zeitungsartikel versuche zu lesen, wo es irgendwelche Gerüchte gibt, dann irgendwelche Trainingsspiele, die ganzen Pokalspiele, jetzt wieder Euroleague-Spiele, wobei mir das einfach nach diesem Sieg komplett egal war. Es war einfach so, ja, ich hatte es natürlich im Kopf, so, ja, wir sind für Europa qualifiziert, aber so, pff, selbst wenn wir dadurch uns nicht für Europa qualifiziert hätten, wäre es mir jetzt egal, oder selbst wenn Stuttgart da, wenn der Sieger nicht im Pokal wäre, wäre es mir einfach komplett egal, weil einfach dieser Titel so viel mehr nochmal wert ist als jedes Spiel, das einfach nur einzeln gespielt werden kann. Und ja, das war einfach so. Ich will es nicht mit irgendwas vergleichen, mit irgendwas, was ich selbst noch nicht erlebt habe, was mit Sicherheit, gerade wenn es irgendwelche privaten Dinge sind, nochmal viel, viel höher wiegt. Aber das habe ich alles noch nicht erlebt, so gesehen. Und ich weiß nicht, wer sich quasi an den ersten Titel seiner Mannschaft erinnern kann. Kann ja gerne mir mal in die Kommentare schreiben, wie das war. Ich weiß, ich habe auf jeden Fall Stuttgarter, wobei ich da nicht weiß, wie alt er ist oder sie. Also das heißt, ob die Person wahrscheinlich, aber so lange ist der Meistertitel ja noch nicht zurück, wie das war quasi, als ihr da Meister geworden seid. Ich weiß, ich habe einen Wolfsburger, wie das war. Ich habe, glaube ich, auch Bayern. Wie war das bei dem ersten Titel? Da ist halt so die Sache, so,
das habe ich jetzt das Lustige gelesen, die Schüler, die nächstes Jahr eingeschult werden, kennen keinen anderen deutschen Meister als Bayern München. Deswegen würde ich aber trotzdem gerne mal wissen, wie war das da, hat man da dieselben Emotionen wie jetzt bei einer Mannschaft, die einfach ja vor 30 Jahren, exakt vor 30 Jahren den letzten Titel gewonnen hat. Gerne einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten fand ich einfach unglaublich genial, wie Körbel den Pokal nach vorne gebracht hat. Und der war einfach selbst komplett aus dem Häuschen. Ich muss mal ganz kurz was nachgucken. Der war einfach so, ich meine, der hat, ich glaube, es wurde, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich so war, aber ich glaube, der Kommentator hat es noch gesagt, das war der erste DFB-Pokal, den Körbel nicht selbst gewonnen hat. Da bin ich mir gar nicht ganz sicher, ob das stimmte, weil da liegen ja durchaus, da liegt ein ganzes Jahrzehnt dazwischen. Auf der anderen Seite hat er halt auch seine 602 Bundesligaspiele nur für Frankfurt gemacht und hat eben auch die ganzen Jahre nur für Frankfurt gespielt. Entsprechend wird das wahrscheinlich stimmen. Und er hat halt einfach, am Anfang hat er mit, ich glaube, Paul Breitner den Pokal reingetragen ins Stadion und ihn halt neben das Feld gestellt oder beziehungsweise als diese Zeremonie war, aufs Feld. Und ja, danach hat er ja den Pokal vorne aufs Podest gebracht und du hast auch einfach ihm angesehen, einem, der wie in seiner Karriere nur für Frankfurt gespielt hat, der seitdem, glaube ich, ununterbrochen für Frankfurt gearbeitet hat in irgendwelchen Positionen als ja, Vertreter, als Botschafter, dem hast du auch einfach angesehen, wie viel ihm dieser Verein bedeutet. Und der hat ja dann selbst auf dem Podium den Pokal noch in die Luft gehoben. Und ich wollte eigentlich jetzt nur kurz so erzählen, wie ich mich gefühlt habe, wie ich das Spiel erlebt habe, was für Emotionen da in mir durchgingen. Wie gesagt, einfach der erste Titel. Ich will nicht hoffen, dass es der einzige zu meinen Lebzeiten bleibt. Es wird gute Arbeit in Frankfurt geleistet. Frankfurt hat jetzt einen neuen Trainer, das habe ich ja beim letzten Mal schon erwähnt. Über den werden wir auch noch einen normalen Fußballfreitag machen. Ich hoffe nicht, ich glaube auch nicht. Wie gesagt, es wird super Arbeit geleistet in Frankfurt. Durch den europäischen Wettbewerb werden jetzt wahrscheinlich Spieler bleiben oder vielleicht Spieler kommen, die man ohne europäischen Wettbewerb vielleicht nicht bekommen hätte. Vielleicht auch die ganze Chemie im Team nochmal mehr Emotionen. Bobic hatte, ich habe es eben nur gelesen, ich hatte es gar nicht gehört, hatte gesagt nach dem Spiel so von wegen, ja, das schweißt ein Team nochmal mehr zusammen. Er hätte das aus seiner aktiven Zeit beim ersten Titel auch erlebt. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass da jetzt Spieler, die so davor gedacht haben, ja, aber Titel gewinnen, vielleicht gehen wir doch nochmal zu einem Verein, der ein bisschen höher ist, wo ich ein bisschen mehr verdiene, dass solche Spieler jetzt sagen, okay, komm, hey, das war geil, mit den Leuten, mit den anderen haben wir das geschafft und diese Fans und ja, eigentlich will ich da jetzt noch gar nicht drüber nachdenken, weil jetzt eigentlich gerade so diese Gefühle vom gewonnenen Pokal, vom gewonnenen Titel eigentlich alles andere überragen und ich fasse mir die ganze Zeit an den Kopf, weil so richtig glauben kann ich es noch nicht. Im Frankfurt-Forum schrieb einer so, ja, er hofft, er schläft nicht und er wacht jetzt bald auf und wacht nicht auf. So, wie gesagt, erster Titel seit 30 Jahren, der erste, den ich wirklich miterlebe, ist einfach was Geniales. Ist einfach unglaublich genial und wenn man gegen so einen eigentlich übermächtigen Gegner wie Bayern spielt, hofft man es zwar immer und so ein gutes Gefühl, wie ich auch, oder so ein, irgendwie so ein gutes Gefühl, wie ich auch zum Teil hatte und so groß wie die Hoffnung war, ist es halt trotzdem immer so, ja, man spielt eigentlich gegen den übermächtigen Gegner, so marktwertmäßig irgendwie das Siebenfache. Eigentlich darfst du das Spiel nicht gewinnen, eigentlich kannst du keine Chance haben und die Spieler auf dem Feld reißen, bringen einfach alles und spielen über ihrem Limit und ist Frankfurt halt einfach Pokalsieger. Ich bin gespannt. Schade, dass ich nicht in Frankfurt bin, sonst würde ich auf den Römer gehen wahrscheinlich und mir die Feier angucken, wenn der Pokal eben nach Frankfurt kommt. Das wird im Fernsehen übertragen, das werde ich mir bestimmt angucken.
Ja, und bevor ich jetzt noch irgendwie mehr Quatsch laber, beende ich das Ganze jetzt. Ich wollte eigentlich gar nicht mal so viel reden, aber so ist es jetzt gekommen. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zusehen. Hoffe, es hat mein Geschwafel hat euch gefallen. Wie gesagt, gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas schon mal erlebt habt im ersten Titel. Und ja, nächsten Freitag geht's ganz normal weiter mit einem Fußballfreitag. Da reden wir dann, oder rede ich ein bisschen über die Champions League. Wie genau, habe ich mir noch nicht überlegt, aber irgendwas wird mir schon einfallen. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Sonntag, wünsche euch einen schönen Pfingstmontag. Genießt das lange Wochenende, wenn ihr könnt. Wenn ihr arbeiten müsst und irgendeinem wichtigen Beruf, Polizei, Feuerwehr, Krankenhaus, danke, dass ihr für uns arbeitet, dass ihr den Betrieb am Leben haltet. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Haut rein.